Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, ja, haben wir ja am großen Leichenschmaus zu Ehren Brans, zu Ehren des Königs von Skellige teilgenommen, der ja gestorben war. Und ja, wir haben da einiges erlebt. Wir waren zum Beispiel mit Yennefer in Moissachs Labor, haben dort die Maske von Ouroboros gestohlen, der Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt, was auch immer Yennefer mit der Maske will, das hat sie uns ja eigentlich gar nicht gesagt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und haben danach sogar noch den guten Krachan Kret getroffen, ja, den wir gefragt haben, den wir um Erlaubnis gebeten haben, den Wald untersuchen zu dürfen, wo es diese große magische Explosion gab, weil Moissach das nicht zulassen wollte. Und ja, der hat uns die Erlaubnis gegeben, hat uns aber gleichzeitig auch zwei andere Aufgaben gegeben, denn er wollte, dass wir seinen Kindern ein bisschen unter die Arme greifen. Ceres und Hjalmar. Hjalmar, der gerade auf der Suche ist nach einem Riesen, um ihn zu töten, und Ceres, die einen Fluch von Udalric nehmen will, aber ja, Krach glaubt, dass es da gar keinen Fluch gibt und wir sollen mal mit ihr reden. Aber bevor wir jetzt irgendwas machen, würde ich sagen, ziehen wir uns erstmal wieder entsprechend hexermäßig an, denn ja, so fühlt sich das Ganze doch gleich besser an, mit einer ordentlichen Armbrust auf dem Rücken, super. So, und dann würde ich sagen, in der Folge machen wir uns natürlich noch nicht sofort auf, den Wald zu untersuchen oder einem der Kinder zu helfen, sondern wir sehen uns erstmal in Ker Trolde und im Hafen von Ker Trolde um. Denn wie wir beim letzten Mal schon gesehen haben, gibt es hier auch einige Aufträge noch in Ker Trolde und da wollen wir doch mal schauen, ob wir da nicht den einen oder anderen finden können. Als erstes will ich mal hier in Ker Trolde gucken. Die Jarls sind jetzt wahrscheinlich alle schon weg, könnte ich vermuten. Das große Fest ist ja vorbei. Ja, das Fest ist ja vorbei und die Söhne der Jarls haben ihren Anspruch auf den Thron gezeigt. Ansonsten ist hier, glaube ich, niemand, mit dem wir reden können. Meinst du, du kannst es mit ihm aufnehmen? Wer bist du? Achso, du bist der Diener, ne? Du bist nur der Diener der Ankrates. So, hier sind wir ja mit Yennefer zu Moissachs Labor gegangen. Ich wollte nur mal gucken, ob hier noch was anderes ist, vielleicht. In der Tür waren wir, glaube ich, noch nicht. Ach, guck mal. Krachan Kret hat hier sein Zimmer. Mensch, na? Ich wollte noch mal ganz kurz mit dir reden. Ich will reden. Achso, klar. Und zwar erinnert ihr euch, wir sind ja hier in Skellige, haben wir ja auch noch ein paar andere Missionen, außer denen, die wir schon haben. Und zwar, falls ihr euch erinnert, Lambert ist ja auf der Suche nach einem Anführer einer Banditenbande, die seinen Freund von der Katzenschule getötet haben. Und einer aus dieser Banditenbande soll sich hier auf Skellige irgendwo befinden, und zwar ein gewisser Hammond. Darüber reden wir aber gleich später. Jetzt will ich erstmal ganz kurz wissen. Ja gut, Hjalmar, haben wir gerade erst drüber geredet. Da sollen wir ja in den in die Taverne unten, um mal zu hören, was wo er genau hingesegelt ist, beziehungsweise wo, wissen wir ja, aber wen er genau mitgenommen hat und was mit der Expedition eventuell ist. Und ja, wo Ceres hin ist, müssen wir auch nicht nochmal fragen. Aber mich würde mal interessieren, was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Na gut, er redet natürlich von den Nilfgaardern, ne, mit der Sonne auf den Segeln. Und jetzt würde mich mal interessieren, ich suche nach einem Mann namens Hammond. Was ist denn daran so lustig? Er ist der Piratenanführer auf Harul, Kommandant einer mächtigen Flotte und ein Dorn im Auge aller Clans. Vor allem Holgers, der muss sich mit ihm rumschlagen. Ich verstehe immer noch nicht, was daran lustig sein soll. Du willst was von ihm, das ist klar. Aber Hammond hat keine Geduld für deinesgleichen. Nach ein paar Worten wirft er dich in die Bärengrube. Danach bringst du ihn sofort um und all meine Sorgen werden vorbei sein. Deshalb lache ich. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich mache mich auf den Weg nach Farel. Auf Hammonds Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Oh. Wenn du es erledigt hast, komm zu mir. Ich bezahle dich. Zwei Fliegen mit einer Klappe quasi. Okay, also auf Farel müssen wir schauen. Wegen Hammond oder Hammond. Gut, so viel dazu. Da ging es ja jetzt nur noch zum Labor wahrscheinlich. Okay, hier ist jetzt sowieso abgeschlossen. Gut, dann schauen wir mal. Ich meine, Mensch, die laufen mir aber auch immer in den Weg, ne, die Leute. Dann schauen wir mal, gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Nebenaufträge,
die man abgreifen könnte. Nö, das hier sind einfach alles normale Druiden, die auf Art Skellig leben, beziehungsweise Freunden hier auf Kertrolde. Hier waren wir aber auf jeden Fall auch noch nicht, meine ich. Aber hier scheint doch nicht viel zu sein. Aber vielleicht gibt es hier noch den einen oder anderen Raum. Ja, Tatsache, da sind noch zwei. Okay, hier ist schon mal keiner. Und wer wohnt hier? Achso, gut, dann ist klar. Hier wohnen wahrscheinlich dann die Kinder von Krachankret, Chalma und Ceres, die ja aber beide gerade unterwegs sind. Wie gesagt, die sollen wir ja beide suchen, aber gut, dazu kommen wir dann später. Jetzt erstmal raus und schauen, was wir hier machen können. Hier gibt es erstmal zwei Schmiede, das ist gut, da will ich ganz kurz mal hin und schauen, was wir hier kriegen können. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Ein Schwert soll scharf sein, nicht hübsch aussehen. Uiuiui, so, der Herr Rüstungsschmied. Sei gegrüßt, Weißer Wolf. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Ach was, ich wusste es. Ach ja? Hier in der Festung Kertrolde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. Okay, dann schauen wir mal. Ja, Rüstung in Meisterqualität wissen wir ja, der Zwerg in Wählen, aber der braucht ja noch das Meisterwerkzeug, was wir hier übrigens irgendwo in Skellige finden sollen. Und ja, eine andere Frage wäre doch... Was meinst du? Wer wird der nächste König der Insel? Chalma, das ist klar wie Kloßbrühe. Er ist tapfer und großzügig und aus Krachs Clan. Es gibt keinen besseren Anwärter. Okay, gut, dann würde mich interessieren... Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Was hat er denn so... der hat Schatzkarten, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Deriat, ach komm, weg damit. Was soll's. So, das Hemd brauche ich auf jeden Fall nicht. Die Stiefel auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, ich brauche eigentlich auch nicht beide von diesen verdammten Wemsen behalten, oder? Wenn, dann benutze ich eh nur eins. Muss ich ganz klar sagen. Und hier behalte ich einfach die Hose so. Da haben wir noch ein bisschen Geld rausgeschlagen. Und dann nehmen wir jetzt die Karten mit. Ibrahim Savis erste Karte. Die zweite Karte. Und die vierte Karte. Okay, wir müssen irgendwo noch die dritte Karte dann finden. Und hier haben wir noch Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Okay. Und das sind dann wahrscheinlich auch nochmal, ja, zum Hexer Elgar. Gut, die werden wir uns dann natürlich auch gleich angucken. Nein, das wollte ich nicht kaufen. Achso, du könntest kurz noch reparieren. Würdest du mir etwas anfertigen? Du könntest natürlich ganz kurz noch mein Zeug reparieren. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Und dann gucken wir mal, was du so drauf hast. Ich will Karten spielen. Was die Skelliger so im Gwind drauf haben. So, Frage ist, welches Deck wollen wir nehmen beim letzten Mal? Dann nehmen wir diesmal wieder die Skoyatel. Monster reicht, glaube ich, noch nicht, ne? Da fehlt noch eine Karte. Eine Karte fehlt uns noch für die Monster. So, wir haben ja jetzt Geralt. Wer kommt dafür raus? Ich glaube dann einfach Kiaran. Der damalige, der damalige Kumpel von Jorvet. Ich überlege, ob ich den Nebel drin lassen soll, um ehrlich zu sein. Aber ich habe eigentlich, also ich kann ja die meisten auch im Nahkampf spielen. Ich meine, Milva ist meine einzige wirkliche Fernkämpferin. Die beiden noch, aber das sind sowieso legendäre Karten. Ja gut, ich denke, das kann man so lassen erstmal. So, er spielt mit Volltest, also mit den nördlichen. Gegner soll natürlich beginnen, kennt er ja bei mir. So, wir haben den Zwergenscharmützler schon mal, das ist gut. Und einige mächtige Karten auf jeden Fall auch schon. Das Einzige, was uns halt wirklich noch fehlt, ist... Sind diese Musterungskarten. Davon brauchen wir echt noch eine Menge. So, Verbrennen ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das hier fast alles legendäre Karten sind. War nicht so doll, der nochmal zu tauschen. War nicht ganz so clever. Und er kriegt einen Dijkstra. Das ist auch nicht ganz so gut für mich, muss ich ganz klar sagen. Obwohl, den kann ich beim nächsten Mal mit Yennefer zurückholen. Okay, ist nicht so schlimm, dass er den gespielt hat. Obwohl, oder ich hole mir einfach Thala zurück. Gut, die Frage ist jetzt, wie weit will ich jetzt eigentlich noch überhaupt was spielen? Weil er scheint in der Runde nur Spione zu wollen. Ja. Okay, dann war das die Runde. Die haben wir schon mal gewonnen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, jetzt fange ich mit Yennefer an und hole erstmal Thala zurück. Zack, kriege ich zwei Karten schon mal. Das ist gar nicht so schlecht, ich brauche die halt gerade auch. Ach, ich hätte noch eine
Eine Karte wäre noch ganz gut gewesen, die vielleicht noch was nicht verstärkt, sondern die nochmal was zurückholt. Das wäre echt gut gewesen. Und ich glaube fast, dann gehe ich mal. Nördliche Königreiche benutzen sowieso kaum Fernkampfeinheiten. Dann gehe ich mal hier auf die Fernkampfvariante jetzt. Ah, da kommt schon das. Was ist eigentlich seine Fähigkeit? Ach, verdammt, okay. Aber ich habe die Karte ja eh nicht auf der Hand, also von daher. So. Er hat das. Gut, nicht so wild. Moment. Ich spiele mal erst noch Edne, wegen der Verbrennenkarte, die ich ja hier noch habe. Extrem dichter Nebel, okay, das ist nicht so wild, denn ich habe das gute Wetter. Ich will erstmal gucken, ob er noch was in der Ballista-Variante spielt, zum Beispiel das Katapult. Ja, komm. Tschüss, Katapult. Ah, noch ein Katapult. Ich wusste nicht, ob er wirklich die Kombination hat. Gut, dann würde ich sagen, spiele ich noch die Karte und dann soll es für die Runde gewesen sein, glaube ich. Da muss er jetzt erstmal ganz schön noch was rausspielen. Obwohl, jetzt gar nicht mehr so viel. Dann spiele ich mal noch Geralt. Ich muss ihm halt noch ein paar Karten rausziehen, eigentlich in der Runde. Das sieht gut aus. Jetzt fängt er schon mit schwächeren Karten an. Dann soll die Runde ihm gehören. Er muss noch 14 Punkte rauskriegen. Das ist noch ein bisschen was. Muss er erstmal hinkriegen. Ja, mit Rittersporn schafft das jetzt. Gut, er hat noch zwei Karten auf der Hand, weil er ja jetzt eine ziehen darf. Gegen meine drei. Wobei das eine halt bloß ein Nebel ist, der mir sowieso nichts bringt wegen seiner Fähigkeit. Also steht es 2 gegen 2, aber ich habe eigentlich... Also ich habe 16 Punkte. Jetzt ist die Frage, was er noch hat. Gut, das Ding habe ich gewonnen. Sehr gut. Ui, es war aber knapp. Wie gesagt, uns fehlen halt echt noch die Karten für diese anderen Decks. Für die Skoyatel, für die Nilfgaarder und so weiter. Und für die Monster ja sowieso. So, und ein Zwergenscharmützler. Das ist doch gut. Dann habe ich jetzt nämlich schon 3 von denen. Bist du an einer Waffe interessiert? Jedes Stück hier hat seine eigene Geschichte. So, dann erzähl mir doch mal eine der Geschichten. Erzählst du mir eine der Geschichten? Siehst du dieses Schwert? An der Markierung des Schmieds erkennst du, dass es von den Inseln stammt. Es hat Lars gehört, einem Mann meines Alters. Was ist ihm zugestoßen? In einer Sturmnacht ging seine Frau verloren. Die Leute sagten, die Göttin lächle über ihr. Daher wollte er nicht glauben, dass sie tot war. Er lief hinaus auf die Felsen und flehte Freya um seine Frau an. Sein Schwert ließ er dort, um den Göttern seine Demut zu bezeugen. Und er ist nie zurückgekommen. Und dieses Schwert verkaufst du jetzt? Wir hätten es auch ins Meer werfen können, aber die Fische können nichts damit anfangen. Lars hatte keine Familie und so verkaufe ich es nun an den Richtigen. Interessant. Ich glaube, hier kann man immer wieder eine andere Geschichte hören. Da müssen wir mal gucken, wenn wir mal wieder da sind. Vielleicht erzählt er uns dann eine andere Geschichte. Was verhökerst du? Ich glaube, der erzählt halt wirklich verschiedene Geschichten, was ganz cool ist. Der hat auf jeden Fall keine Karten. Was ist mit den Sätteln hier? Ja, ist genauso gut und da habe ich auch schon 100 Kapazität. Dann nehme ich mal bloß die Waffenreparatursets mit. Die könnte man ab und an noch gebrauchen und dann spielen wir natürlich noch eine Runde Gwind. So, jetzt ist natürlich die Frage... Ich habe Lust auf eine Partie Gwind. Jetzt ist natürlich die Frage, wir könnten jetzt natürlich nochmal mit den Skoyatel spielen, gerade weil wir den neuen Zwergenscharmützler haben. Aber ich würde sagen, wie gesagt, wir machen dann jetzt nochmal eine Runde mit dem Kaiserreich. Da sollte das so passen, da hatte ich das ja schon geändert gehabt, ne? Jetzt spielt er mit den Skoyatel und er würde gerne anfangen. Das habe ich kein Problem mit. Gut, wir haben hier schon mal relativ gute Karten. Impera-Brigade, tauschen wir mal aus. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und ein Horn des Kommandanten kann auch nicht schaden. Ärgerlich, dass wir halt nur einen Spion haben, ne? Das ist halt wirklich ärgerlich. Das macht das Ganze so ein bisschen problematisch. Was ist auch ein bisschen problematisch, ist, dass ich jetzt 4 Sechser habe. Sehr anfällig für eine Verbrennenkarte. Entschuldigung, da war ein ganz kurzer Nieser. Und das bringt mir nur strömenden Regen, was gegen Skoyatel natürlich auch nicht gut ist. Wir brauchen auch dringend noch einen besseren M hier als Anführer. Na gut, schauen wir mal. Sessentesses. Oh, wir haben 2 Wiederbelebungskarten. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht. Die Frage ist, will ich noch eine 6er spielen? Wie gesagt,
Könnte gefährlich werden, weil er eventuell was Verbrennenmäßiges hat. Was macht das? Okay. Gut, das bringt dir jetzt nicht ganz so viel, muss ich ganz klar sagen. Wenn du nur Sessentessis da liegen hast. Da kommt die Verbrennenkarte. Ich hab's fast geahnt. Aber ist eigentlich gar nicht so wild. Pass mal auf, ich hol Wesemir aber nur zurück. Die andere hebe ich mir, glaube ich, für die nächste Runde noch auf. Okay, ja gut, das war klar. Aber ich habe ja auch so eine Karte. Die wollte ich eigentlich noch in der Runde benutzen. Und zack, jetzt müsste ich im Vorteil sein. Ja, das bringt dir jetzt nicht ganz so viel. Also bringt ihm schon ein bisschen was, aber eben nicht ganz so viel. So, die Frage ist, ich könnte halt... Ist halt jetzt echt die Frage, will ich noch groß weitergehen? Er hatte halt nur 2 Punkte Vorsprung, ne? Der scheint doch nicht die besten Karten zu haben. Okay, jetzt hat er natürlich das Ding quasi gewonnen. Dann hole ich mir mal mit einer Finte noch einen von denen zurück. Für die nächste Runde. Ja gut, jetzt kann er sich's natürlich erlauben zu passen. Frage ist, was macht er jetzt in der Runde? Er spielt Yennefer. Hatte er eine mächtige Karte? Naja, eine halbwegs mächtige. Dann spiele ich ihn und hole auch irgendeine Karte zurück und hoffe, dass er jetzt passt. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Er könnte Willen treten mehr haben. Ach Mann, noch ein Hafka-Heiler. Das ist immer nervig, wenn die sowas haben. Okay. Das ist jetzt interessant, weil jetzt habe ich gewonnen. Das ist eigentlich dumm von ihm gewesen. Pass mal auf. Ich gewinne die Runde. Er hat keine Karten mehr. Ich habe keine Karten mehr. Deswegen gewinne ich die Runde, weil meine Nilfgaard-Fähigkeit einsetzt. Das ist so doof gerade. Das ist das. Das war mal ein interessanter Sieg. So. Ich habe sie eingraviert. Ein Kairan. Oh, ist das nicht sogar eine... Warte mal. War ein Kairan nicht sogar eine legendäre Karte? Warte, nein, es waren ja Monster. Ja, Tatsache, eine legendäre Karte. Gut, dann können wir ab nächstes Mal sogar mit den Monstern spielen. Ich hätte zwar gerne noch ein paar bessere Monster, muss ich sagen, aber mal schauen. Gut, dann schauen wir uns jetzt die Schatzkarten an, die wir bekommen haben, würde ich sagen. Hier als erstes die erste Karte. Nach der Entdeckung von Symbolen der Bärenschule der Hexer in den Ruinen der Burg Tyrseach, dort wo Bran herkommt, beauftragte Professor Artimstein mich mit der Erstellung einer Karte wie der von A. Kermit, auf der verschiedene Fundorte solcher Symbole im Archipel verzeichnet sind. Professor Artimstein lag mit seinem Verdacht natürlich richtig. Ich fand rasch weitere Orte und markierte sie auf der Karte. Ibrahim Sawi, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Ja, stimmt, so ein... Der Artimstein hat schon irgendjemand anderen auch losgeschickt, irgendwelche anderen, Hexerschemata zu finden, meine ich, ne? Nach Professor Artimsteins Entführung studierte ich die Spuren der Anwesenheit von Hexern der Bärenschule. Ich entdeckte ihr Bärensymbol an immer mehr Orten. Jeden davon habe ich auf dieser Karte verzeichnet. Ich stellte etwas Beunruhigendes fest. Ein gewisser seltsamer Herr verfolgt mich, offenbar seit einiger Zeit. Er übernachtet in den gleichen Herbergen wie ich. Er folgt mir wie ein Schatten. Ich habe beschlossen, umgehend zum Ausgangspunkt meiner Suche zurückzukehren, zu den Ruinen der Burg Tyrseach, und dort die anderen Expeditionsmitglieder zu treffen. Ibrahim Sawi, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Schade, dass jetzt die dritte Karte fehlt. Mal gucken. Karte ist beschädigt und blutbefleckt, die markierten Orte sind schwierig zu erkennen und nur ein Teil des Textes ist leserlich. In den Ruinen von Burg Tyrseach. Dort haben wir die ersten Symbole gefunden. Dort werde ich sicher sein. Ibrahim Sawi, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Ja, schade, fehlt die dritte Karte, dann finden wir vielleicht heraus, was mit dem passiert ist. Elgar hat weitere Schemas zum Verbessern der Wolfsschulenrüstung in verschiedenen Regionen von Skellige versteckt. Einige befinden sich in einem hölzernen Fort im Süden Art Skelligs, andere liegen in den Ruinen im Westen Hindarsfjalls. Und ein dritter Satz ist in den Grabhügeln im Westen von Art Skellig verborgen. Einige Schematas zum Verbessern der Wolfsschulenausrüstung sind auf den Skellige-Inseln versteckt. Elgar ließ sie im Zentrum Art Skelligs sowie in den Ruinen 2 Wachtürme auf Undvik und auf Spikarok. Er hoffte auf Hexer, die sie brauchen und klug genug sein würden, sie zu finden. Ja, so einer sind wir ja zum Glück. Gut, dann haben wir die Schatzsuchen auch.
bis auf die dritte Karte. Das ist ein bisschen blöd. Keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Wahrscheinlich bei irgendeinem anderen Schmied hier noch auf Skellige. Müssen wir mal gucken. Ist natürlich ein bisschen blöd, da wir da eine der Schulen fehlt, beziehungsweise eine der Karten fehlt, aber nicht so schlimm. So, jetzt haben wir natürlich noch Punkte, die wir vergeben können. Ich könnte natürlich die verbesserten Zeichen, beziehungsweise die Zeichen weiter verbessern. Also in große Mutagene, ne? Ah, ich glaube, ich gehe erstmal auf Nahkampf, damit wir die Sachen hier freischalten. Und zwar auf den. Und wir haben auch einen Platz mehr. Da packe ich, glaube ich, hier mal wieder die schweren Angriffe rein. Auch wenn ich die nicht so oft benutze, aber kann ja nicht schaden an sich. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt runter zum Hafen von Kertrolde. Diesmal auf dem Fußweg. Und nicht mit dem coolen Fahrstuhl. Denn wir haben ja schon gesehen, dort gibt es einige. Dort gibt es einige Aufträge, die wir machen können. Alter, hier laufen aber viele Leute rum. Wo willst du hin? Ja, ich will runter zum Hafen von Kertrolde. Dort gibt es einige Aufträge und einen haben wir ja beim letzten Mal schon halb mitgekriegt. Die Leute haben dort ja Probleme mit Muire Dieblin, mit Ertrunkenen oder Meerteufeln. In der älteren Rede. Da schauen wir doch mal. Der Jungfrau, Mutter und Muhme. Okay, Olaf, kann ich mit dir reden? Lass bloß die Leute in Ruhe. Nee, kann ich nicht, okay. So, und ja, vielleicht hätte ich Plötze nehmen sollen. Ist ja doch ein ganz schöner Weg bis runter nach zum Hafen von Kertrolde. Aber naja, gut. Ist in Ordnung. Muss man ja auch mal laufen, ne? Ein bisschen Bewegung tut dem Geralt auch nicht, tut dem Geralt auch ganz gut. Nicht, dass der Arme noch hier am Ende ein bisschen zulegt. So, ich glaube jetzt laufen... Ah, genau, da vorne. Der Typ war das doch, der Probleme hatte mit Ertrunkenen, ne? Ja, wir haben uns schon mal gesprochen. Und Hexer? Hilfst du uns mit den Muire Dieblen? Ja, jetzt habe ich Zeit. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert. Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Dieblin angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Hm, okay, also... Die Ertrunkenen hier greifen tatsächlich sogar auch Krieger an. Hm, heißt, sind ein bisschen stärker, wie es scheint. Deswegen würde ich sagen... Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. So, wie hoch kann man gehen, wenn wir es mit Ertrunkenen zu tun haben? Noch höher. Na komm, wir sagen mal 2,85. Ganz schön teuer, aber das ist es wohl wert. Gut, ja, ich zahle dir, was du haben willst. Super, dann würde ich sagen... Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Gut, dann müssen wir jetzt natürlich als erstes mit den Opfern bzw. mit der Witwe sprechen. So, du hast die Ertrunkenen gesehen? Rurik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Da hat was zurückgezogen, nach unten, ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes, noch schlimmer. Die Muire Dieblin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Hm, okay. Das heißt, wir könnten uns jetzt das Gebiet ansehen, wo die Ertrunkenen das Boot angegriffen haben. Wir können aber auch erstmal mit der Witwe noch reden, würde ich sagen. Und mal gucken, was die uns über die Ertrunkenen sagen kann. So, du, meine Gute. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt, dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt.
Mein Mann ist jeden Abend zu den Kira-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Dieblin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Na gut, okay, wir haben also zwei Orte, die wir untersuchen können. Entweder die Stelle, wo der Mann angegriffen wurde, oder die Stelle mit dem Boot. Ist die Frage, was wollen wir lieber uns angucken? Ach, wir nehmen einfach das, was näher ist, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ich glaube, das Problem ist, hier kommen wir gar nicht dahin, ne? Hier ist ja bloß die Stelle, wo Krach und Moissack gesprochen haben. Vielleicht nehmen wir einfach ein Boot. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber... aber vielleicht locken wir so ja tatsächlich sogar die Ertrunkenen an. Das könnte sogar sein. Dann schnappen wir uns mal gleich dieses Boot hier. Und segeln los. Wir können uns natürlich auch einfach beide Sachen angucken, aber wahrscheinlich gar nicht nötig, ne? Beide Orte anzugucken. Wir müssen die blöden Ertrunkenen ja nur finden. Und schauen, ja, dass wir sie alle erledigt kriegen. Das ist mal ein anderer Auftrag, aber okay. Einfach nur ganz viele Ertrunkene erledigen. Da vorne ist ein Leuchtturm. Da kommen wir vielleicht auch nochmal irgendwann hin. Aber jetzt gucken wir erstmal nach den Ertrunkenen hier. In der Gegend. Hier muss irgendwo einer der Angriffe gewesen sein. Da vorne sehe ich sie auch schon, die blöden Viecher. So, ich müsste hier wieder laufen können, oder? Im Wasser? Ja. So, ich hätte mal das richtige Öl noch draufpacken können. Okay, ich habe noch Zeit. Der verkriecht sich schon wieder. Ich meine, es ist eine der wenigen Zeiten, wo wir mal wissen, womit wir es von Anfang an zu tun haben. Deswegen hauen wir Nekrophagenöl drauf. So, dann komm mal her. Ach, da liegt ein Toter. So. Wie kriege ich es hin, dass ich dann den anderen auch verbrenne da hinten? Und zack. Wie auch immer das funktioniert. Das ist manchmal ein bisschen seltsam, aber okay. Ist im Endeffekt auch egal. Eine große Chance haben die Viecher sowieso nicht gegen mich. So, dann lass mich erstmal euch ausnehmen. Und dann hier. Und hier haben wir wahrscheinlich den Mann, der angegriffen wurde, oder? Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Ah, okay. Hier können wir dem Geruch jetzt tatsächlich folgen. Und mal schauen, wo der uns hinführt. Weiter in die Richtung. Da unten sind auch Ertrunkene. Ich glaube, ich nehme einfach mal, wenn ich mir schon so ein Boot mitgenommen habe, kann ich das Boot eigentlich auch direkt mitnehmen. Wir können uns natürlich das andere Lager jetzt noch angucken, aber wenn uns der Gestank schon zum Nest bringt, wozu, ne? So, einmal kurz rückwärts. Ganz vorsichtig. Okay. Und einmal rum. Ich meine, auf dem Boot, obwohl, auf dem Boot sind wir eigentlich nicht so sicher vor Ertrunkenen, wie wir ja gerade gehört haben. Aber ich wollte sagen, auf dem Boot sind wir eigentlich ein Ticken sicherer vor Ertrunkenen, was aber natürlich nicht ganz stimmt. So, hier war irgendwo der Gestank, oder? Kann ich dem im Boot nicht folgen? Doch, da, man sieht ihn ganz leicht. Och Gott, das wird ein Spaß. Okay, jetzt sehe ich ihn. Okay, wo führt der Gestank hin? In die Richtung. Aber hier ist Ende. Okay, hier muss ich dann wahrscheinlich aus dem Boot tatsächlich sogar mal aussteigen. Okay. Der Gestank. Wohin genau führt der? Der führt hier ins Wasser. Kann das sein? Dann schauen wir mal, ob wir hier unten... Ah, guck mal, da unten sind Spuren. Da ist eine Höhle. Gut, ich rüste schon mal sicherheitshalber die Armbrust aus, falls wir jetzt hier auch irgendwo auf Ertrunkene treffen. Und die machen einen Haufen Spuren. Schwimmen die nicht einfach? Boah, ich hätte irgendwas nehmen sollen, damit ich mehr erkenne. Es ist ja gerade... Ist ja gerade grausig, ey. Man sieht hier ja null in dieser... Na gut, das ist eine Unterwasserhöhle, ne? Was erwartet man? So, aber da geht's schon wieder hoch. Ich überlege gerade echt, eine Katze zu nehmen. Obwohl, hier oben geht's tatsächlich. Und da vorne haben wir Giftgas. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch.
Ertrunkene. Und hier ihre Spuren. Kann man die eigentlich auch untersuchen? Nee, scheinbar nicht. Also hier kommen die scheinbar wieder an Land. Das ist wahrscheinlich ihr Nest. Was ist das? Menschenknochen. Nicht zerbrochen, aber das Mark fehlt. Dazu braucht man eine lange, dünne Zunge. Etwas, was Ertrunkene normalerweise nicht haben. Die fressen die Leute eigentlich nur. So, hier führen die Spuren entlang. Noch mehr Ertrunkene. Okay, vielleicht kann ich sogar tatsächlich mal ein bisschen was nutzen. Ich will was nutzen. Jawohl. Das war nicht ganz so clever. Das hätte ich besser machen sollen. Ich war schon zu nah drin. Das war nicht der cleverste Plan, den ich mir ersonnen habe. Und zack. Oh, der lebt ja noch. Verdammt, ich dachte, er wäre tot. Das war richtig schlecht gekämpft jetzt. Ja, ich bin halt blöderweise selbst in das Giftgas gelaufen. Das war echt nicht ganz so clever, muss man ganz klar sagen. Okay, hier sind ganz viele Ertrunkene, aber wie gesagt, die können das Mark nicht ausgesaugt haben. Eigentlich. So, wir hatten hier doch Spuren. Aber die kann man hier leider nicht weiter untersuchen. Na gut, dann folgen wir mal einfach. Was haben wir da? Ein Monsterlager. Aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Erwürgt, auch nicht etwas, was Ertrunkene normalerweise tun. Was haben wir hier? Eine Kuh und ein Schwein. Fast unberührt. Für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Okay. Das heißt, hier muss noch irgendwas anderes leben. Neben den Ertrunkenen. Oh, kacke, Giftgas schon wieder. Oh. Achso, da ist einfach nur noch ein Toter hinten. Ich wollte bloß gucken, was das ist. Und was haben wir hier? Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen. Das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Das Wasserweib ist also, was auch die Krieger angreift und deswegen werden die nicht fertig mit dem ganzen Viehzeug hier. Alles klar, na gut, da können wir uns drum kümmern um das Wasserweib. Da haben wir die Ertrunkenen. Ach stimmt, ich kann ja mal endlich den verbesserten Absud herstellen. Ach komm, scheiß drauf, stellen wir den auch gleich mit her. Und die ertrunkenen Pheromone. Und dann nehmen wir die ertrunkenen Pheromone doch gleich mal ein. Da sind sie. Zack. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Alles klar, dann gehen wir hinter den Booten. Auf die Lauer verstecken wir uns hier. Da ist sie wohl. Ja gut, dann würde ich sagen, Quen schon mal rein. Und geholt die Gute. Ach, und sie hat natürlich ihre Freunde mitgebracht. Oh, und sie bewirft mich gleich mal wieder mit Schlamm hier. Ach verdammt, da ist wieder dieses blöde Giftgas. Nein, ich wollte den verdammten Ertrunkenen angreifen. Ich muss vor allem ein bisschen aufpassen, die andere ist ja auch noch da. Ich kümmere mich gerade sehr um die Ertrunkenen. Ich muss mich natürlich auch um das Wasserweib kümmern. Aber die verpisst sich gerade die ganze Zeit. Hep. Verlieren wir die Brenne. Aha. Zack, zack. So, komm her. Daneben. Ach, komm schon. Ganz ruhig, meine Gute. Und hep. Oh, shit. Das war schlecht. Boom. Ganz. Alter, die ist schnell. Die blöde Killer. Na gut, aber um dich kümmere ich mich schon. Da ist sie. So, mein Öl ist fast aufgebraucht. Aber für die sollte es noch reichen. Na, passt. Oh, verdammt. Das tust du nicht. So, das wäre die gewesen. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Igni verwenden sollen. Das hätte sie wahrscheinlich noch besser getötet. So, dann nehmen wir mal ihre Trophäe. Tagesstern. Warum haben die Monster immer ein verdammtes Schwert dabei?
Es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, finde ich persönlich. Weiß nicht, was da der Gedanke hinter war. Wahrscheinlich als Belohnung dafür, dass man so ein Monster getötet hat. Aber wie gesagt, ich finde irgendwie, es ergibt nicht sonderlich viel Sinn. Hier war doch irgendwo noch ein Ertrunkener da. So, und dann will ich nochmal ganz kurz dahin gehen, wo wir uns auf die Lauer gelegt haben, weil ich meine, da stand noch eine Kiste rum. Ja. Oh, nee, oder? Wow, wir haben endlich Vampiröl gefunden. Wow, nach so langer Zeit, haben wir es endlich geschafft, das Vampiröl zu finden, wo wir eigentlich schon fast alle Vampire getötet haben. Toll, ne? Oh, wir können das verbesserte Konstruktöl herstellen. Dann machen wir das mal. Hier fehlt uns das Erynienauge. Okay, uns fehlt nur Bärenfett für das Verbesserte tatsächlich. Da gucken wir mal demnächst bei einem Kräuterkundler, ob wir vielleicht mal ein paar bessere Öle herstellen können. Das wird vielleicht langsam auch nicht so unwichtig. Auf jeden Fall ist hier noch eine Truhe. Und ja, dann können wir jetzt, würde ich sagen, wieder rausgehen und unsere Belohnung abholen. Wobei, naja, gut, wir haben zwar jetzt nicht nur Ertrunkene getötet, sondern auch einen Wasserweib, aber wie gesagt, das war ja eigentlich das Vieh, das hier die ganzen Probleme verursacht hat. Wir sind gar nicht hier lang gekommen, oder? Beim letzten Mal. Und die scheint auch selbst die Ertrunkenen zu töten, dieses Wasserweib. Ja, das war wohl ein bisschen stärker. Moment, das ist nicht der Eingang, durch den ich reingekommen bin, glaube ich, oder? Oh, und es ist inzwischen schon wieder Abend. Das muss ein anderer Eingang sein. Na gut, ist nicht so unlogisch, dass eine Höhle zwei Eingänge hat, ne? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Würde mich nur mal ganz kurz interessieren. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Tatsächlich, guck mal, da vorne liegt das Boot. Das wird dann wahrscheinlich das Boot sein, welches von dem Wasserweib angegriffen wurde. Ja, wir können hier theoretisch sogar noch untersuchen, okay. Ich dachte eigentlich, wir können hier vielleicht was aufnehmen, aber naja gut, wir brauchen ja jetzt hier nichts mehr untersuchen, weil, ne, wir haben die Höhle ja schon gefunden. Ich wollte bloß gucken, ob hier vielleicht noch was ist, was man mitnehmen kann. Das wäre nämlich ganz nett. Ja, gut, okay. Da ist noch ein Trüchen, das nehme ich auch ganz gerne mit. So, und dann ist die Frage, oh, meisterlich gefertigter Sattel, dann muss doch hier aber irgendwo mein Bötchen stehen, oder? Ja, da vorne steht's. Da versuche ich mal hinzulaufen. Dann kann ich nämlich mit dem Boot zurück. Hier scheinen gerade keine Ertrunkenen zu sein. Na, wir haben ja jetzt das Wasserweib auch erledigt, das mit denen zusammengearbeitet hat. Das heißt, wir sollten es locker bis zum Boot schaffen, ohne angegriffen zu werden. Und können mit dem wieder nach Kertrolde segeln. Ich meine, dann bleibt das Boot hier nicht mitten in der Pampa irgendwo stehen und wir können es später nochmal benutzen, falls wir von Kertrolde losfahren, ne? Muss man natürlich ganz klar sagen. So, einmal wenden ganz kurz. Weil das ist immer so eine Sache, wenn man halt die Boote immer da stehen lässt, wenn man sie nicht mehr braucht, dann stehen irgendwann die ganzen Boote in der Weltgeschichte verteilt, aber immer an Orten, wo man sie eh nie wieder abholen wird. Von daher ist das eigentlich gar nicht mal blöd, wenn wir das Boot wieder zurück nach Kertrolde bringen. Vor allem, da das Ding ja auch irgendjemandem gehören muss wahrscheinlich. Und ich habe es mir ja eigentlich nur geliehen, aber wie gesagt, ich habe schon in Velen eine ganze Menge Boote geklaut, wenn man so will. Und irgendwo in der Pampa stehen lassen und nie wieder zurückgebracht. Muss ja nicht in Skellige auch so sein. Wir könnten dem Boot natürlich auch mal einen Namen geben, ne? Gute Schiffe haben alle Namen. Genauso wie gute Schwerter natürlich. Gut, es ist nur ein Bötchen, aber wäre ja eigentlich auch mal eine Idee. Naja, schauen wir erstmal. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Belohnung ab. Das ist ja wohl deutlich wichtiger. So, ach, Moment, da. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Da können wir einparken. So, ja, gut. Schön ist das nicht, aber die Parklücke ist auch groß genug. So, ich hätte gern meine Belohnung. Nur ein bisschen. Okay, so schlimm ist es nun auch wieder nicht, aber ein bisschen verletzt. Ja, gut. Das blöde Wasserweib hat schon ein bisschen zugesetzt. Wie die immer aus dem Boden kamen, direkt bei mir, war natürlich ein bisschen nervig. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Ja klar, im Prinzip hatten wir eigentlich einen Auftrag für Ertrunkene ausgemacht. Und wir mussten ein Wasserweib töten.
Ach, weißt du, wir müssen ja auch sehen, wo wir bleiben, von daher... Ich finde, ich habe mehr verdient. Ein Wasserweib ist viel gefährlicher als Ertrunkene. Das bestreite ich nicht. Aber meine Börse ist nicht gerade riesig. Das Meer aber schon. Da kann noch alles Mögliche rauskriechen. Vielleicht brauchst du meine Dienste mal wieder und ich riskiere nicht den Hals für Leute, die mit der Belohnung geizen. Schutzgelderpresser, was? Nimm es. Nimm alles, was ich habe. Und erstick dran. Super, danke. Ja, war vielleicht ein bisschen fies, aber wie gesagt, wir müssen ja auch sehen, wo wir bleiben. Im Endeffekt 427 Kronen. Das ist doch eine gute Bezahlung. Wir haben die Moire Diablin erledigt. Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir dann Schluss und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir uns weiter im Hafen oder wenn wir uns weiter im Hafen von Kertrolde umsehen. Aber wie gesagt, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin, ciao.